Es ist eine Geschichte wie gemacht für düster-mysteriöse Crime-Berichte. In Lynchburg stirbt das wohlhabende Ehepaar Haysom. Eines der grausamsten Verbrechen in der Geschichte Virginias. Derek Haysom, durchbohrt von 34 Messerstichen. Unter Verdacht, ein junges Paar in einer toxischen Beziehung. Die psychisch kranke Tochter der Opfer und ihr damaliger Freund Jens Söhring. Eine obsessive Liebesbeziehung. Söhring gesteht die Tat. Später sagt er jedoch: Am innocent. Doch Söhring, 23 Jahre alt, wird verurteilt. Muss für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Auch noch hinter amerikanischen Gittern. Über das Urteil viel Empörung. Ist er schuldig, so wie er verurteilt wurde? Öffentlichkeit herstellen ist, glaube ich, einer der Schlüssel. Er bleibt ein verurteilter Mörder und versucht durch die Medien eine Begnadigung zu erhalten. Ich zähle die Tage, weil ich hier zu Unrecht einsitze. Ganz sicher waren die Medien eine entscheidende Säule in diesem Freiheitskampf. Flughafen Frankfurt, Dezember 2019. Jens Söhring ist in Deutschland gelandet. Aus dem Gefängnis frei, auf Bewährung. Zahlreiche Unterstützer nehmen ihn vor der Presse in Empfang. Heute wird Söhring gefeiert wie ein Popstar. Das ist ja alles ziemlich überwältigend hier. Ich freue mich so sehr nach 33 Jahren, 6 Monaten und 25 Tagen endlich hier in Deutschland zu sein. Das ist so toll. Ich bin so froh. Es ist der schönste Tag meines Lebens. Die Frau, die Söhring hier als erstes umarmt, ist Journalistin. Karin Steinberger, Redakteurin der Süddeutschen Zeitung. Sie spielt eine ganz besondere Rolle für die Wahrnehmung seines Falls in Deutschland. Heute ist seine Geschichte ein bundesweit beachtetes Medienereignis. So, und wir sehen ihn hier live, wie er eben jetzt gleich in den vorbereiteten Presseraum geht. Der Deutsche hatte 33 Jahre lang im Gefängnis gesessen. Und dann wird er seine Geschichte erzählen. Von einer großen Liebe, 33 Jahren Gefängnis, Freiheit. Sie wird sich gut verkaufen. Ein verurteilter Doppelmörder, hier im Scheinwerferlicht der deutschen Öffentlichkeit. Wie ist es dazu gekommen? Darüber wollen wir in diesem Film mit denen sprechen, die ihm eine Bühne bereitet haben. Medienhäuser, Talkshow-Moderatoren, Journalistinnen. Sie alle haben die Geschichte des Justizopfers verbreitet. Doch wer diese Geschichte hinterfragt, läuft gegen eine Mauer aus Schweigen. Verurteilt wurde Söhring für dieses Verbrechen. Ein brutaler Doppelmord erschüttert Mitte der 80er Jahre die USA. Die Leichen des Ehepaars Nancy und Derek Haysom werden im April 1985 in ihrem Haus in Boonesboro, Virginia, aufgefunden. Brutal erstochen, fast enthauptet. Der oder die Täter, das wird aus den Spuren am Tatort klar, war mit den Opfern bekannt. Nach einigen Monaten geraten die Tochter der Haysoms, Elizabeth, und ihr damaliger Freund Jens Söhring, Sohn eines deutschen Diplomaten, in den Fokus der Ermittlungen. Das Paar flieht gemeinsam aus den USA. In London werden sie wegen Scheckbetrugs verhaftet. In britischer Haft gesteht Söhring den Mord an den Haysoms. Er und Elizabeth hätten die Tat im Vorhinein besprochen. Sie habe das Alibi besorgt. Elizabeth Haysom wird 1987 wegen Anstiftung zum Mord verurteilt, zu 2x45 Jahren Haft. Söhrings Prozess startet 1990 unter großem Medienrummel. Es ist einer der ersten Prozesse, die live im Fernsehen übertragen werden. Der Prozess beginnt mit der Auswahl der Jury. Seit Söhrings Prozess begonnen hat, ist der Saal brechend voll. Plötzlich ändert Jens Söhring seine Aussage. In seinem Geständnis habe er gelogen, behauptet, er habe die Schuld aus Liebe auf sich genommen. Im Glauben, seine diplomatische Immunität würde ihn schützen.
Das Gericht sieht seine Schuld als erwiesen. Das Urteil zweimal lebenslänglich. Söring ist 23 Jahre alt. Die nächsten Jahre wird Söring in verschiedenen US-Gefängnissen einsitzen. Mehrfach geht er juristisch gegen das Urteil vor, ohne Erfolg. Doch Söring kämpft weiter, schreibt Bücher über seinen Fall, präsentiert sich als Justizopfer. Und so werden nach geraumer Zeit wieder Journalistinnen und Journalisten auf die Geschichte aufmerksam. So wie Katharina Gugel, Anfang 2007. Die Faszination ist, sitzt jemand unschuldig hinter Gittern oder nicht? Das ist, glaube ich, die ganz große Faszination. Ja. Und vielleicht auch noch hinter amerikanischen Gittern. Das ist noch mal eine andere Dimension als in Deutschland. Sie und ihr Kollege schreiben Söring und sind schließlich das erste Kamerateam, das ihn im Gefängnis in Virginia besucht. Große Lebensphilosophie diskutiert. In einem amerikanischen Gefängnis, also wie man da gefilzt wird und was da für ein Ton herrscht und was das für ein raues Klima ist, ist schon menschenverachtend. Das kann man nicht anders sagen. Der Eindruck eines unerbittlichen Justizsystems prägt auch die Erzählung ihres Films. In verschiedenen Gefängnissen und Zellen hat Jens Söring die 21 Jahre hinter Gittern verbracht. Alle waren gleich trostlos. Im Jahr 2001 scheiterte seine letzte große Hoffnung, dass ihm doch noch Gerechtigkeit widerfahren könnte. Das Mitgefühl der Filmemacher für den zur Tatzeit noch sehr jungen Söring scheint im Film mehrfach durch. Jens Söring, ein Diplomatensohn aus Deutschland, 18 Jahre alt, intelligent und ein bisschen weltfremd. Und es werden Zweifel an der Beweisführung der Justiz erhoben. Die Tatwaffe, das Messer, wurde nie gefunden. Es gibt keine Zeugen, keine fremden Fingerabdrücke. Die einzigen Hinweise, zwei andere Blutspuren als die der Opfer und ein blutiger Sockenabdruck. Jens Söring, tragisches Justizopfer oder ein Doppelmörder und Lügner? Wie ist sie damit umgegangen? Wir sind sehr ergebnisoffen reingegangen. Es ist auch immer in Wellen, je nachdem, mit welchem Part wir uns beschäftigt haben, ging es mal so in die eine Richtung, mal so in die andere Richtung. Aber ich glaube schon, dass wir mit dem Ergebnis rausgegangen sind, dass mehr Dinge dafür sprechen, dass es stimmt, was er sagt, er ist nicht schuldig. Sicher weiß das nur Jens Söring selbst. Diese Ungewissheit macht den Fall für Journalistinnen und Journalisten so spannend und so kompliziert. Wenige Monate später bekommt Söring noch einmal Besuch im Gefängnis von einem der bekanntesten deutschen Fernsehmoderatoren. Auch bei Johannes B. Kerner präsentiert Söring sich als Opfer. Herr Söring, zählen Sie immer noch jeden Tag Ihre Haft? Ja, natürlich. Wie lange sind Sie jetzt in Haft? 21 Jahre, 4 Monate, 10 Tage. Warum zählen Sie, wenn doch kein Ende in Sicht ist? Man zählt doch eigentlich rückwärts, wenn man weiß, wann man fertig ist. Ich habe mir das so eigentlich nie überlegt. Ich zähle die Tage, weil ich hier zu Unrecht einsitze. Kerner widmet dem Fall eine ganze Sendung, übernimmt größtenteils Sörings Behauptungen. Keine Augenzeugen, keine Fingerabdrücke, damals auch keine DNA-Spuren. Nur aufgrund eines Sockenabdrucks wird Jens Söring verurteilt. Auch darüber hinaus wird Kerner zum Fürsprecher Sörings, etwa in einem nachdenklichen Gastbeitrag für Bild. Erzählt Jahre später mitfühlend vom gemeinsamen Treffen. Es war für mich eine erst- und einmalige Erfahrung und man hat sehr genau gespürt, dass das kein guter Ort ist. Auch mit Johannes B. Kerner hätten wir gern über den Fall Söring gesprochen, doch er war nicht zu einem Interview bereit. Die Geschichte vom Justizopfer Söring ist für ihn auch das deutsche Klischee über das amerikanische Rechtssystem. Andrew Hemmel ist Amerikaner und von Sörings Schuld überzeugt. Viele Deutsche denken, dass sie sich mit dem amerikanischen Rechtssystem auskennen, auch wenn sie nur ein paar Dokus dazu geschaut haben. Einige Deutsche sind den USA gegenüber sehr kritisch eingestellt. Und die Öffentlichkeit interessiert sich immer für eine aufregende Geschichte über das Scheitern der Justiz und einen Mann, der versucht, seinen Namen und seine Identität zurückzugewinnen und sich von einer furchtbaren Ungerechtigkeit zu befreien. Andrew Hemmel hat in Harvard Jura studiert. In Texas verteidigte er Menschen im Todestrakt, schrieb ein Buch über die Abschaffung der Todesstrafe. Was im Fall Söring in seinen Augen meist weggelassen wird,
Söhring konnte Rechtsmittel einlegen. Sein Urteil wurde mehrfach von unabhängigen Gerichten überprüft, bis hin zum US Supreme Court. Er reichte hunderte Seiten Berufungen und tausende von Seiten an Beweismitteln ein. Er hat versucht, all diese Richter davon zu überzeugen, dass es gravierende Fehler in seinem Prozess gab. Aber er scheiterte. Er hat jedes einzelne Mal verloren. Jeder Berufungsrichter sagte, es gab keine ernsthaften Verfahrensfehler in diesem Fall. Doch manche sehen das anders. Die Journalistin Karin Steinberger von der Süddeutschen Zeitung ist eine davon. Söhring ist ihr Spezialthema. Über 12 Jahre lang hält sie Briefkontakt, besucht ihn mehrfach im Gefängnis. Ihr erster Text erscheint Anfang 2007. Darin schwingt viel Mitgefühl für einen Gefangenen mit, der in jungen Jahren verurteilt wurde, der einem System gegenüberstehe, das keine Gnade kenne. Einem Bewährungsausschuss, der die vielen Verfahrensfehler nicht durchschaue. Die Tatsache, dass er die Morde mehrfach detailliert gestanden hat, verkürzt auf die Feststellung, erst gestanden beide, später beschuldigten sie sich gegenseitig. Weitere Artikel folgen. Oft erscheinen sie auf einer ausführlichen Seite 3 der Süddeutschen Zeitung. Steinberger sieht Verfahrensfehler, zum Beispiel bei Söhrings Geständnis. In diesem Text geht es um vermeintliche Fehler der Beamten, die Söhring verhörten. Steinbergers Kritik wird gestützt von einem Experten für Polizeiverhöre. Sie zweifelt die Glaubwürdigkeit der Geständnisse an. Einiges wurde aufgenommen, anderes nicht. Warum, weiß niemand. Die Ermittler hätten nicht kritisch genug nachgefragt, Söhring zu schnell geglaubt. Ihm gegenüber ein Beamter, der keine Aussage in Frage stellte, nichts mit den Fakten vor Ort verglich. Aus Steinbergers Text geht nicht hervor, ob sie die Ermittler mit diesen Vorwürfen konfrontiert hat. Grundlegendes journalistisches Handwerk. Terry Wright ist pensionierter Scotland Yard-Kommissar. Er war es, der Söhring 1986 gemeinsam mit Kollegen in London verhörte. Das ist der Ort, an dem Jens Söhring die Morde an Derek und Nancy Haysom gestanden hat. Er gestand über einen Zeitraum von 4 Tagen. In diesem Raum da oben haben wir ihn verhört. Wright fand diese Geständnisse sehr glaubwürdig. Als Söhring später immer wieder seine Unschuld beteuert, nimmt er sich die Akten noch einmal vor. Überprüft Schritt für Schritt Söhrings Behauptungen. Etwa die, ihm sei während seiner Geständnisse ein Anwalt verwehrt worden. Ich war bei allen Verhören dabei. Ich weiß, dass er keinen Anwalt anforderte. Es ist eine Lüge, seine erste Lüge. Und er hat sie über all die Jahre aufrechterhalten. Tonaufnahmen und Protokolle der Verhöre aus dem Frühjahr 1986 belegen das. Sie zeigen, Terry Wright und seine Kollegen weisen Söhring mehrfach darauf hin, dass er ihre Fragen nicht ohne Anwalt beantworten muss. Und es ist Söhring selbst, der mehrfach darum bittet, das Tape auszuschalten. Diese Information fehlt in Steinbergers Text. Dabei sind die Verhöraufnahmen und Protokolle öffentlich zugänglich. Heute leitet Steinberger das renommierte Ressort Seite 3. Ein Interview mit Zapp lehnt sie ab. Die Chefredaktion der SZ schickt ein gemeinsames Statement. Die Frage, ob Steinberger die Ermittler mit der Kritik an den Verhören konfrontiert hat, lässt sie unbeantwortet. Aber sie betont: In keinem der SZ-Texte wird behauptet, dass Jens Söhring unschuldig ist. In all ihren Texten hat Karin Steinberger immer klargemacht, dass sie nicht weiß, was in dieser Nacht passiert ist. Ich glaube, dass sie eine grundsätzlich propagandistische und voreingenommene Darstellung des Falls vorgelegt hat, die viele sachliche Verzerrungen enthielt und viele wichtige Fakten völlig unbeachtet ließ. Daher halte ich ihren Journalismus für äußerst voreingenommen und von sehr schlechter Qualität. Aber er war effektiv, denn jetzt gibt es in Deutschland eine prominente Journalistin, die im Wesentlichen Jens Söhrings Standpunkte wiederholt. Die deutsche Öffentlichkeit ist für den Fall des Deutschen in US-Haft sensibilisiert. Neben reichweitenstarken Fernsehmoderatoren haben daran vor allem Steinbergers Artikel einen maßgeblichen Anteil.
Über die Jahre bildet sich um Jens Söhring ein Netzwerk von Unterstützern. Sie nennen sich der Freundeskreis. Sie betreiben eine Webseite für den Häftling mit Informationen zu seinem Fall und seinen Büchern. Und die Friends of Jens pflegen Kontakte in die Politik und zu Medienmenschen. Sie ist eine ehemalige Vertraute Söhrings, war Mitglied im Freundeskreis. Inzwischen hat sie sich davon gelöst. Aus Angst vor Anfeindungen möchte sie nicht öffentlich erkennbar sein und ihren Namen nicht nennen. Damals hat sie Söhrings Geschichte tief berührt. Das ist ein Mensch, der sitzt da unschuldig ein. Keiner hört dem zu. Das ist eine politische Sache. Die ganzen Gerichte, die wollen den verurteilt haben und die wollen auch nicht eingestehen, dass da vielleicht ein Justizirrtum vorliegt. Und das war, das war überwältigend, aber im traurigen Sinne überwältigend, weil sowas hatte ich noch nie gehört, von so einer Riesensache. Schnell ist sie mit den Details des Falls vertraut. Söhring übergibt ihr unzählige Seiten Unterlagen, Tatortfotos, Verhörprotokolle. Diese Unterlagen stellt er teilweise auch JournalistInnen zur Verfügung. Sein Modus operandi im Umgang mit Journalisten ist, dass die mit einer Fülle an Dokumenten überschüttet werden. Das ist also viel mehr, glaube ich, als Laie, viel mehr Informationen für Journalisten, die sie brauchen und die sie auch in der Kürze der Zeit überhaupt verarbeiten und analysieren können. Bestimmte Informationen halte Söhring dagegen gezielt zurück. In seinem Auftrag erstellt sie eine Präsentation. Der Fall Söhring, einfach erklärt. Söhrings Version des Geschehens auf 93 Seiten. Ein Kapitel widmet sich dem sogenannten FBI-Profil. Es soll laut Söhring beweisen, dass das FBI damals Elizabeth Haysom verdächtigte. Und wenn man sich das Dokument ganz genau anguckt und durchliest, und zwar nicht nur die Sachen, die hervorstehen, sondern alles liest, dann sieht man ganz klar, das FBI hat nicht Elizabeth Haysom verdächtigt, sondern eine komplett andere Frau. In diesem offenbar vom FBI herausgegebenen Dokument steht als Tatverdächtige, possible suspect, white female und very closely related to victims. Danach folgen weitere Details, die Elizabeth Haysom eher ausschließen. Ungünstig für Söhring. Das lief immer so, dass ich Seiten erstellt habe und ihm das dann per E-Mail geschickt habe. Und dann dauerte es ein paar Tage, bis er es bekommen hat. Und dann kam seine Rückmeldung. Und seine Rückmeldung, was das FBI-Profil angeht, war: Nein, du musst das schneiden. Wir wollen nicht, dass die Leute sehen, dass es nicht Elizabeth war. Das wollen wir doch nicht. Das hat er gesagt. Und das habe ich damals gemacht. Sie bekommt Zweifel an Söhrings Geschichte. Als sie diese im Freundeskreis äußert, brechen die anderen den Kontakt zu ihr ab, sagt sie. Von ihnen ist niemand zu einem Interview mit Zapp bereit. Ich war immer die Einzige, die sich öffentlich aus dem Freundeskreis, aus dem ehemaligen Freundeskreis gegen seine Geschichte positioniert hat, weil die Fakten eben eine andere Sprache sprechen. Ich war diejenige, die laut und offen Kritik geübt hat und dafür bin ich rausgeflogen. Gerne hätten wir mit Jens Söhring über diese Vorwürfe gesprochen. Er gibt an, vorerst kein Interview geben zu können, da er vertraglich an Netflix gebunden sei. Schriftlich bestätigt er, dass Freunde Artikel zu seinem Fall gesammelt und zu Pressemappen zusammengestellt haben. Den Vorwurf, er habe Dokumente beschnitten oder in einen falschen Zusammenhang gestellt, weist Söhring zurück. 2016 erzählt der preisgekrönte Dokumentarfilm Das Versprechen Söhrings Geschichte. Den Film macht SZ-Journalistin Karin Steinberger zusammen mit Markus Vetter, einem Dokumentarfilmer, der auch für den SWR arbeitet. In einer eindrücklichen Montage aus Originalaufnahmen, Tagebucheinträgen und Interviews zeichnet der Film das Bild einer toxischen Beziehung. Hass mich, schlag mich, was auch immer. Aber bitte nimm mich in den Arm, wenn wir uns treffen. Versprich mir, Jens, was auch immer jetzt passieren wird, versprich mir nicht zuzulassen, dass ich dein Leben ruiniere. Meines habe ich komplett versaut. Bitte lass mich nicht auch noch deines zerstören.
Das ist das erste echte und gute, was ich je getan habe. Ich würde mich umbringen, wenn ich erfahren würde, dass du dich für mich in Gefahr bringst. Söring gibt aus dem Gefängnis heraus ein Interview und berichtet emotional, wie er die Schuld aus Liebe auf sich nahm. Ich habe mein Leben zerstört. Ich habe die Leben meiner Eltern zerstört. Ich habe so vielen Menschen so viel Unglück gebracht. Ja. Weil ich dachte, dass es sich um Liebe drehte. Aber die Liebe gab es nicht. Der Film ist auch eine kriminologische Spurensuche. Vetter und Steinberger lassen damalige Ermittler und die ehemalige stellvertretende Generalstaatsanwältin zu Wort kommen. Auch hier wird das angebliche Täterprofil des FBI angesprochen. Ein Gespräch zwischen zwei Ermittlern suggeriert, eigentlich sei Elizabeth Haysom die Hauptverdächtige für den Mord gewesen. Ich habe eine Frage, Ed. Erinnerst du dich noch, als du mit uns am Haysom-Fall gearbeitet hast? Ich erinnere mich. Mir war ziemlich schnell klar, dass es jemand war, den sie sehr gut kannten. Denn Mrs. Haysom trug ein Nachthemd und einen Morgenmantel. Ich setzte auf ihre Tochter und sie war es dann auch. Auch wenn der Film die Schuldfrage nicht abschließend klärt, er prägt den Blick auf den Fall zugunsten Sörings. Das zeigen auch Berichte rund um den Kinostart. Die wirklich filmreife Liebesgeschichte, die dahinter steckt, das Drama, der Krimi, all das ist jetzt in einem Dokumentarfilm zu sehen. Eines Nachts ermordet sie ihre Eltern, beschuldigt wird aber Jens. Nicht wenige Indizien sprechen dafür, dass es sich um einen Justizirrtum handeln könnte. Davon erzählt das Versprechen. In einem Promo-Video für den Dokumentarfilm betont Steinberger allerdings: Ich glaube, wir entlassen die Leute schon aus diesem Film mit einer gewissen, sie können entscheiden für sich, wem sie glauben. Doch in den Interviews rund um den Kinostart offenbaren die Filmemacher einen entschiedenen Blick auf den Fall. Wir haben sozusagen die Fragen gestellt, die damals im Prozess hätten gestellt werden müssen. Mhm. Müssen. Warum wurden die nicht gestellt damals? Das ist eine gute Frage, weiß man nicht. Er hatte einen extrem schlechten Anwalt, der selber zugegeben hat, in dem Augenblick der Verhandlung nicht zurechnungsfähig gewesen zu sein, oder zumindest nicht fähig, eine Verhandlung zu führen. Und die andere Seite hatte offensichtlich kein Interesse daran, irgendeine Wahrheit zu finden, sondern sie hatte vor allem Interesse daran, dass Jens Söring verurteilt wird. Karin Steinberger und die SZ lassen all unsere Fragen rund um den Film Das Versprechen unbeantwortet. Auch der Dokumentarfilmer Markus Vetter will Zapp dazu kein Interview geben. Schriftlich teilt er mit: Der Film stützt sich in großen Teilen auf die Aussagen von Protagonisten, die sich selbst Jahre mit dem Fall beschäftigt haben. Dabei kommen natürlich auch Protagonisten zu Wort, die von Jens Söring Schuld überzeugt sind. Zum Umgang mit dem FBI-Dokument schreibt Vetter: Wir waren mit der Kamera dabei, als Chuck Reed mit Salzberg telefonierte und von dem FBI-Täterprofil sprach. Später rief dann Ricky Gardner an, der sich ganz anders erinnert und sagt, dass es das Täterprofil nie gegeben hätte. All das ist im Film. Der Medienjournalist Stefan Niggemeier hat sich ausführlich mit der Berichterstattung zum Fall Söring beschäftigt. Für ihn ist der Film Das Versprechen der entscheidende Baustein in Sörings Unschuldserzählung. Filmisch die ganze Erzählung ist wirklich gut, hochwertig, state of the art. Und dann kommen diese ganzen Partner mit ins Boot, die alle natürlich eigene Glaubwürdigkeit mitbringen. Also die Reporterin von der Süddeutschen Zeitung, die den Fall seit Jahren begleitet. Diese ganzen Logos von öffentlich-rechtlichen Sendern aus aller Welt, die da mit im Boot sind. Am Ende die Preise für den Film. Alles zahlt natürlich darauf ein, Leute, das hier ist ein guter Film. Und dann ist es nur ein ganz kleiner Schritt zu sagen, natürlich ist der Mann unschuldig. Das große öffentliche Interesse am Fall Söring und die beharrliche Arbeit des Freundeskreises zeigen Wirkung. Söring findet immer prominentere Unterstützer, darunter etwa der Bestsellerautor und Strafverteidiger John Grisham. 2017 reist sogar Bundespräsident AD Christian Wulff nach Virginia. Er legt beim Bewährungsausschuss ein gutes Wort für Söring ein. Ende 2019 ist Söring am Ziel. Freiheit. Doch der ehemalige Strafverteidiger und Autor Andrew Hemmel geht nun selbst in die öffentliche Auseinandersetzung, als schärfster Kritiker Sörings. Mitten hinein in den Jubel platzt sein Artikel in der FAZ.
Andrew Hemmel kritisiert darin den in deutschen Medien populären Mythos von Sörings Unschuld. Journalisten hätten jeden Ansatz von Neutralität über Bord geworfen. Offene Fragen von geringer Bedeutung werden zu katastrophalen Lücken in der Beweislage hochstilisiert. Daraus resultiere eine journalistische Blamage. Ich habe keinen einzigen deutschen Bericht zwischen 2007 und 2019 gefunden, der darauf hinweist, dass ernsthafte Zweifel an Sörings Glaubwürdigkeit und an seinen Unschuldsbehauptungen bestehen. Es gibt nicht einen, sie existieren einfach nicht. Ich habe danach gesucht. Diese Lücke will Hemmel füllen, sehr entschlossen. Auf seinem Blog argumentiert er scharf gegen Söring und seine Unterstützer. Er ist überzeugt, das Richtige zu tun. Mein größtes Problem liegt nicht bei Jens Söring. Ich verstehe, warum er getan hat, was er getan hat. Völlig normal. Ich hätte es genauso gemacht, wenn ich schuldig wäre. Mein Hauptproblem liegt bei deutschen Journalisten und auch bei amerikanischen Journalisten, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und meine Rolle besteht im Wesentlichen darin, seine Lügen als Lügen aufzudecken und der Welt zu vermitteln, dass es eine völlig andere Art gibt, diesen Fall zu betrachten, die viel stärker auf Fakten und Beweisen basiert. Den FAZ-Text von Hemmel nimmt der Freundeskreis als direkten Angriff wahr. Im Freundeskreis war und auch gemeinsam mit Jens Söring war eigentlich unser Verständnis, wir schweigen den Tod, wir reagieren da nicht drauf, dann nehmen wir den Sauerstoff, dann verschwindet der wieder. Karin Steinberger hat uns in der Zeit aber enorm unter Druck gesetzt, dass da jetzt eine Antwort kommen muss vom Freundeskreis offiziell, damit das ein Ende findet. Die war also sehr panisch, weil ihr Film angegriffen worden ist, auch in dem Zeitungsartikel. Und sie hat uns gesagt, ich kann mich nicht wehren, aber ihr müsst euch wehren. Und dann haben wir angefangen, gemeinsam an diesem Leserbrief zu arbeiten. E-Mails, die Zapp vorliegen, belegen dies. Karin Steinberger stand eng mit dem Unterstützernetzwerk in Kontakt. Wenige Tage nach Hemmels Artikel schreibt sie an die Söring-Vertraute und eine weitere Unterstützerin. Sie fordert, dass wir den jetzt unwidersprochen dastehenden Behauptungen und zum Teil Falschaussagen von Hemmel etwas entgegenstellen müssen. Best Karin. Am gleichen Tag antwortet die Söring-Vertraute. Liebe Karin, anbei schicke ich euch beiden mal eben den Leserbriefentwurf. Steinberger schickt den Text mit Anmerkungen zurück und warnt. Das klingt dann nach Kampagne oder es sieht so aus, als müssten wir uns verteidigen. Und die Briefe verlieren damit total an Wucht. Sie berät den Freundeskreis in PR-Fragen. Super, bitte alles auch an mich nochmal schicken. Ich weiß, wie die Branche tickt und was jetzt fatal wäre. Bitte gerne alles mit mir absprechen. Wir dürfen da jetzt wirklich keine Fehler machen. Und in keinem Brief dürft ihr oder wir erwähnt werden. Das ist auch sehr wichtig. Ist Steinberger bewusst, dass sie hier eine Grenze überschreitet? Das möchte sie uns nicht beantworten. Diese Bitte scheint das aber nahezulegen. Und dann sollten wir alle drei, alle Mails, in denen wir die Leserbriefe hin und her schicken, bitte ganz unbedingt alle löschen. Alles Liebe, Karin. Medienjournalist Stefan Niggemeier sieht in diesem Verhalten eine klare Verletzung journalistischer Standards. Was sie hier offensichtlich macht, so lesen sich diese Mails, ist aber im Hintergrund ganz im Verborgenen und von ihr sehr dezidiert auch gesagt, es darf niemand wissen, dass ich dabei bin, eine Kampagne zu machen für jemanden, über den sie ausführlich geschrieben hat und womöglich dann vielleicht auch in Zukunft nochmal schreiben wird. Und sie wird plötzlich zu einer handelnden Person im Hintergrund, ganz im Verborgenen, mischt sie sich ein in den Fall, indem sie für die Öffentlichkeit erkennbar, aber eine unabhängige Berichterstatterin war. Und das ist natürlich eine Täuschung an der Stelle auch der Öffentlichkeit. Karin Steinberger und die SZ wollen sich zu diesem gravierenden Vorwurf im Detail nicht äußern. Sie schreiben, die E-Mails betrachten wir als privaten Mailverkehr. Die von Ihnen zitierten Beispiele sind nicht eingeflossen in die journalistische Berichterstattung der SZ. Die SZ-Chefredaktion nimmt grundsätzlich keinen Einblick in die Mails von Mitgliedern der Redaktion. Den ehemaligen Ermittler Terry Wright stört Sörings öffentliche Selbstdarstellung als Justizopfer. Er nimmt sich den Fall nochmal Punkt für Punkt vor.
Über mehrere Jahre lang schreibt er einen Bericht. Dieser wird länger als gedacht. I ended up writing about 450 pages. Ich habe am Ende etwa 450 Seiten geschrieben. Ich befasste mich mit all den Behauptungen, die Söring im Laufe der Jahre machte, und fand immer mehr Lügen, immer mehr Unstimmigkeiten und immer mehr Auslassungen in den Behauptungen, die er aufgestellt hatte und die die Mehrheit der Öffentlichkeit als Wahrheit akzeptierte. Seit Anfang 2020 ist sein Bericht öffentlich im Internet zugänglich. Warum hat er sich nicht schon früher zu Wort gemeldet? Ich wurde von mehreren Personen kontaktiert, die mit mir sprechen wollten. Leider akzeptieren viele der sogenannten investigativen Journalisten einfach das, was Söring sagt, ohne kritisches Denken und ohne kritische Fragen zu stellen. Und ich habe kein Interesse daran, mit Menschen zu sprechen, die bereits ihre Meinung gebildet haben. Zapp hat die SZ und Karin Steinberger auch gefragt, warum die Untersuchungen von Terry Wright in ihrer Berichterstattung nie erwähnt wurden. Auf die Frage gehen sie nicht ein, schreiben aber in ihrem Statement, dass sich nahezu alle der von ihnen angeführten kritischen Beiträge offenbar allein auf die Recherche von Andrew Hemmel stützen. Darauf gehen sie in ihrer Anfrage nicht ein. Ebenso wenig wie darauf, dass Terry Wright kein unabhängiger und unbefangener Informant ist. Für die SZ endet die Berichterstattung über den Fall Söring 2019. Erstaunlich, dass sie sich mit der Kritik offenbar nicht auseinandersetzen will. Die meisten Aussagen von Hemmel und Wright lassen sich jedenfalls anhand von Prozessunterlagen überprüfen. Viele andere Medien konzentrieren sich nach Sörings Rückkehr eher auf die menschlichen Aspekte seiner Geschichte. In nahezu allen großen Talkshows ist er zu Gast. Die Fragen gefühlig. Gefängnis. Erinnern Sie sich an die erste Nacht im Gefängnis? Was ist das für ein Gefühl? Wie war dann so das erste Mal in Freiheit morgens das Aufwachen? Sehen Sie sich jetzt heute in Freiheit als Freund, als Lebenspartner, als Ehemann, vielleicht sogar irgendwann als Vater? Eine Frage steht über allen Sendungen mit Jens Söring. Auch wenn sich vor allem die Talkshows bemühen, sie auszuklammern. Juristisch ist es so, dass sie auf Bewährung freigelassen worden sind. Und deshalb sprechen wir nicht um Schuld oder Unschuld, sondern um das neue Leben in ihrer Freiheit. Kein Freispruch, keine umfassende Begnadigung. Er gilt weiterhin als verurteilter Doppelmörder. Wir müssen aber an der Stelle auch noch mal sagen, wir können jetzt hier im Kölner Treff natürlich keine Schuld, wollen wir auch gar keine Schuldfrage klären, sondern im Grunde sie einfach als Menschen erleben, wie sie zurückkommen. Es überträgt sich natürlich dieses Gefühl von, die würden das ja jetzt nicht machen, wenn er ein Doppelmörder wäre. Auch das wird nicht ausgesprochen, aber das kann ich als Zuschauer natürlich annehmen. Der Lanz würde jetzt nicht mit dem so umgehen, wenn wir davon ausgehen müssten, dass der dieses bestialische Verbrechen begangen hat. Berechtigte Kritik. Doch weder Markus Lanz noch Jörg Pilawa, Susanne Link, Micky Beisenherz, Steffen Halaschka oder Johannes B. Kerner waren bereit, mit uns über die Kritik an ihren Talkshows zu sprechen. In der neu gewonnenen Freiheit will Söring nun selbst ins Mediengeschäft einsteigen. Natürlich mit seiner Geschichte. Er hat mir mal gesagt, ich habe meine Seele eh schon verkauft und jetzt bin ich bereit, von allem, was mir noch übrig ist, auch Geld zu verdienen. Das erste Mal einen Baum anfassen nach 30 Jahren Gefängnis wollte er filmen. Das erste Mal duschen gehen wollte er filmen. Der wollte alles filmen. Alles. Tatsächlich. Nach seiner Rückkehr baut Söring sich eigene Kanäle auf. TikTok, YouTube, Instagram. Präsentiert sein Schicksal auf rührende Weise. Schaut mal, was ich gefunden habe beim Einräumen. Meine alte Knastbrille. Seine Videos kommen bei vielen Menschen gut an. In ihnen geht es nicht nur um sein Schicksal. Ausführlich widmet er sich den Fragen und vermeintlich entlastenden Details in seinem Fall. Jens Söring hatte Täterwissen und das bedeutet, dass er schuldig sein muss. Das höre ich immer mal wieder und darum geht es heute in diesem Video. Täterwissen, die Fehler in meinem Geständnis und ein Faktencheck. Doch inzwischen scheint Söring den Kampf um die Deutungshoheit zu verlieren. In den USA haben die Macherinnen eines prominenten True-Crime-Podcasts ihre Sichtweise auf den Fall komplett verändert.
In Deutschland erscheint Stefan Niggemeiers kritischer Artikel für Übermedien. Gleichzeitig ein mehrteiliger Podcast. Das System Söhring. Dann ein medienkritisches Radio-Feature im Deutschlandfunk. Zuletzt veröffentlicht auch Amanda Knox einen neuen Blick auf den Fall. Ausgerechnet mit einem ausführlichen Interview des Söhring-Kritikers Andrew Hemmel. Parallel zu diesem Film entsteht bei Netflix eine Doku-Serie über Jens Söhring und die Haysom-Morde. Neue Erkenntnisse sollen neues Licht auf den Fall werfen. Netflix wollte vorab nicht beantworten, was die neuen Erkenntnisse sind und welche Rolle die Kritik an der Darstellung Söhrings in der bisherigen Berichterstattung spielt. Neue mediale Aufmerksamkeit, so viel kann man jedenfalls sagen, scheint Söhring erstmal sicher.